So, Leute, da sind wir wieder bei Darksiders. Ja, im letzten Part haben wir uns ja aufgemacht hier zum überschwemmten Pass, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind mehr oder weniger in der Schattenwelt. Und wir sollen mal wieder diese komischen Portale da töten, würde ich sagen. Also kaputt machen da, diese Schattenwesen töten. Mir fällt jetzt erst zum ersten Mal auf, das ist ja ein Auge Saurons. Mein Gott, der ist ja auch überall. Ach, ja gut, im letzten Part haben wir ja schon eins gemacht. Und, naja, wir brauchen die halt, damit wir weiterkommen in dem Spiel, weil uns das Tor ansonsten nicht passieren lassen kann. Ein Tor, was spricht. Was ist denn hier so laut? Das klingt fast, als wäre hier ein Tor. Na gut, dann hauen wir das mal schnell kaputt. Ich glaube, ich habe es hier ein bisschen laut eingestellt. Nein, meine Glotze. Moment. So dürfte das schon besser gehen, ne? So, mal gucken. Was sollen wir diesmal machen? Beim letzten Mal, da sollten wir ja mit Blockierangriffen die Gegner ausschalten. Jetzt schätze ich mal, ist wieder irgendwas auf Zeit. Brauchst du gar nicht so zu lachen, so witzig ist das gar nicht. Na gut, okay. Kriegszorn. Generieren Sie Chaos, indem Sie Feinde verletzen. Eine gefüllte Chaosanzeige schaltet die Chaosgestalt frei. Halten Sie L1 gedrückt und drücken Sie R2, um die Chaosgestalt anzunehmen. Töten Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 30 Feinde mit der destruktiven Kraft von Kriegs-Chaosgestalt. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden als Bonus Seelen gut geschrieben. Okay. Also wir sollen jetzt volle Granate, Renate, alles platt machen. Das Übliche. Na dann, fangen wir mal damit an. So, zwei sind schon hin. Drei. Schaffen wir auch noch. Das Blöde ist, dass wir unseren Zorn relativ schnell regenerieren sollten, weil genau deswegen. Ja gut, wir haben drei Feinde geplättet. Ja, super. Haben wir noch irgendwo ein bisschen mehr Zorn? Oh, neue Gegner, wie es aussieht, hä? Aua, was war das? Wahrscheinlich waren das diese Gegner da. Die können fliegen. Das ist voll fies. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Wow. Ich bin aber sehr knapp da entkommen, diesem Angriff. Au. Na gut, der zieht nicht viel. Gibt es denn hier nirgendwo eine Truhe, womit man unsere Chaosgestalt ein bisschen auffrischen könnte? Oder haben wir rein zufälligerweise... Nein, haben wir natürlich nicht. Dann muss ich es halt auf die... Ach so. Das ging ja schnell. Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Gut, der hat sich scheinbar selber regeneriert. Und das auch ziemlich schnell. So wie es mir aussah. So, komm. Mach die Viecher platt. So. Und... Oh, das sind aber ganz schön viele. Oh, fuck. Na gut. Dann machen wir halt anders platt. So. Aua. Das tat garantiert weh. So, jetzt achte ich mal aber darauf, wie schnell sich unser Zorn regeneriert. Oh, das geht ja doch ganz schön zügig, hä? Muss ich jetzt mal wirklich zugeben. Kriegen wir eigentlich Zorn? Moment. Dafür kriegen wir wahrscheinlich keinen. Oh, doch. Wir kriegen ja für alles Zorn. Geil. Na dann, mach platt. Und jetzt geht der Punk ab hier. 15 Gegner müssen wir plätten. Okay. Schaffen wir. Siehst du mal, nur noch 10. Naja, nur noch, ne? Und unsere Chaosgestalt. Oh Gott, den sollte ich da vielleicht als erstes mal irgendwie. Der könnte uns nämlich am meisten ärgern. Oh shit. Hi, moin. Na gut, dann machen wir ganz schnell hier ein bisschen Zornregeneration. Oder Wut, keine Ahnung. Ne, Zorn ist es eigentlich nicht. Zorn ist nämlich das. Das war Zorn. Okay. Aber Zorn braucht man in die Chaosgestalt? Ne, das verstehe ich jetzt nicht. Oder habe ich mich da verlesen? Das könnte natürlich auch sein. Das wäre ja allerdings nicht so pralle. Oh! Ich habe einfach nur gesehen, dass irgendwo ein Kreis. Also machst du mal einen Genickbruch. Okay. Alles gut. Genickbrüche sind toll. Also für uns, wenn wir das bei einem Gegner machen. Wenn wir das bei uns machen, ist das natürlich nicht so toll. So, und das dürfte jetzt sein. 7 Gegner. Das wird kein Problem. 5, 3, das werden ja immer weniger. So, jetzt noch ein. Jawohl, hat aber noch gereicht. Wunderbar, zum Glück. Ah, gerade so. Ja gut, Zeit haben wir gut geschrieben gekriegt. Jetzt müssen wir nur das Siegel brechen. Yay. Ist doch was, ne? So, sind sogar kurz davor. Ja, klingt sehr, sehr begeistert. Ja gut, dann einmal Leben regenerieren, auch wenn wir das gar nicht brauchen, weil unser Leben so gut wie top ist. So, aber Zorn können wir regenerieren.
Und tschüssi. Gut. Zweite Tor auch geschafft. Jetzt kommt das dritte dran. Mal sehen, wo das ist. Ah, la, 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 la. Kann man da auf den Vorsprung? Nee, man fällt natürlich eiskalt durch. Na gut. Wo sind denn die nächsten alle? Eins ist hier hinten, wie es aussieht. Jo, da. Ich sehe es doch. Na gut. Dann geht mal her. Und... Bam. Yay. So. Mal gucken. Das sieht schon sehr komisch aus da. Ja, wir kennen die Geschosse ja, ne? Diese Tore da. Und das Gelächter. Achtung. Der Muhahahaha. So witzig ist das nicht. So, was sollen wir hier tun? Verteidiger, halten Sie mindestens einen untoten Soldaten für die vorgegebene Zeit lebendig. Seelen werden für jeden Untoten, der überlebt, als Belohnung ausgegeben. Es... Also das sind meine Freunde, oder was? Kann ich die auch selber töten? Nee, kann ich nicht. Gut, das ist schon mal sehr praktisch. Das heißt, wir müssen einfach nur 5 Minuten durchmetzeln. Alter! Dass sowas kommt, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ein bisschen doof. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und die sind übrigens auch zu dämlich zum Kämpfen. Weil, die lassen sich, glaube ich, sogar sehr schnell töten. So! 6 von 6 haben wir noch. Da hinten legt sich einer mit 2 an, das ist nicht so lustig. Ah, nee! 2 legen sich mit einem an. Na gut, dann ist in Ordnung. So, weg. Hier vorne ist auch noch einer. So. So, flieg mal ein bisschen durch die Gegend, weil das ist schön. So. Und du auch. So. Alle 6 leben noch. Wunderbar, aber ich glaube, das wird nicht mehr sehr lange halten. Oder? Bam. Jetzt habe ich auf jeden Fall sehr viele Platt... Boah, alle 6 gehen auf einen, wie fies. Wie fies? Na gut, 7. Tod ja, Krieg ja auch. Wie komme ich denn jetzt auf Tod? Darksiders 2. Oh mein Gott. Krieg geht ja auch auf die los. Stimmt ja. Da war ja was. Oh nein, da hinten kommt ein Explosivi. Den würde ich mal gerne platt machen, weil... Wenn die anderen dazukommen, wäre das, glaube ich, nicht so prall. Aber genau deswegen. Gehst du mal kaputt? Wow. Ausgewichen. Oh, oh, schnell weg. Bam. Na, wie viele von meinen Leuten sind gestorben? Keiner. Okay. Alles gut. So. Dich auch noch weg. Sauber. Ach, hier sind wieder mal welche. So. Und tschüss. Oh, nee. Da hinten kommt schon wieder so ein Explosivviech. Das ist nicht lustig. Geh mal weg. Ja. Euch wollte ich jetzt eigentlich nicht töten, aber... Machen wir das mal schnell. So, der Explosivi hier. So, das fand er gar nicht lustig. Deswegen haut er auch um sich und wir kloppen weiter drauf ein. Mal gucken, vielleicht schaffen wir das ja, dass alle 6 überleben. Bam. Okay. Gut, hier haben wir auch noch ein paar Gegner, die wir plätten müssen. Oh Mann. Hey, es sind nur noch 2,5 Minuten ungefähr. Ich habe jetzt geschätzt, also so ungefähr. Ne? Ist ein bisschen mehr als 2,5 Minuten, aber was soll's. So. Du auch noch. Ich weiß, wir können die Chaosgestalt aktivieren. Das machen wir, glaube ich, auch gleich, weil ich glaube, jetzt kommen die richtig bösen Gegner. So, machen wir es einfach mal. Alle abmetzeln. Ja, Hauptsache, die gehen auf mich. Ja gut. Im Moment bin ich gerade auch, glaube ich, denen ihr größtes Problem. Und nicht meine Soldaten, die hier mich im Kampf unterstützen. Mehr oder weniger. Ah, guck mal. Einer hat überlebt. Also hatte. Eine Zeit lang. So, dich auch weg. So, nur noch 2 Minuten müssen wir aushalten. So, und da hinten, da ist schon wieder... Oh, jo. Oh, Mann. Ja, wie viele haben wir denn jetzt? Immer noch 6, gut. Ich weiß aber auch nicht, wie lange die durchhalten. Das ist das Problem. Hoffen wir mal, dass die lange genug durchhalten. Och, du Scheiße, da hinten kommt so ein Viech. Das ist gar nicht gut. Upp. Ja, toll. Der Angriff hat's vollgebracht. Merkst du selber, ne? Ja, der hat's gebracht. Das gebe ich zu. Wow. Haut da einfach die Leute weg hier. Wie fies. So. Wunderbar. Damit kann man seine Angriffe abbrechen. Das ist ja cool, weil er dann ja nicht mal angreift. Und jetzt kommt auch noch ein zweiter davon. Geil. Scheiße. Alle 6 leben noch, wie es aussieht. Das finde ich gut. So. Der erste davon ist weg, von diesen Mistviechern. Ich weiß auch gar nicht, wie die heißen. Ich sehe nur gerade meine Audiospur. Die ist
war doch etwas sehr laut. Okay, au. Ja, ich habe gerade auf den Computer geguckt und nicht auf das Spiel. Ja, das war eine sehr schlaue Idee. Gebe ich zu. So. Wo ist Meister Fetti? Och nö. Toll, einer ist tot. So viel zum Thema, vielleicht schaffen wir es ja alle. Ja, weil wahrscheinlich einer alleine auf diesen Fetti gegangen ist. Wetten? Wette ich mit. Da hinten liegt er sogar. Ey, wieso greifst du denn den an? Hallo, ich bin dein Gegner. Ja, 4. Danke. Die kotzen mich an, diese fetten Viecher, ey. Kannst du nicht mal sterben gehen oder so? Hallo? Verreckst du auch irgendwann? So. Oh, das sind jetzt aber doch ein bisschen viele. Alter, was für ein Gemetzel. Man sieht ja gar nichts. So. Jetzt habe ich zumindest ein paar schon mal weggemacht. Okay, wir haben nur noch 5 Sekunden, die wir machen müssen. Dann sind die 2, 1 und tschüss. Alle auf einmal gestorben. Ah. Okay, 4 Viecher haben wir am Leben gelassen. Von 6. Schade eigentlich. Ich hätte gerne mal alle 6 überleben lassen, aber okay. Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Ja, ist klar. Ist klar. Na gut, Leben. Alter, wir verlieren gar kaum Leben. Das ist äußerst praktisch, dieses Item, was wir da gekriegt haben. Diese Erhöhung für unser Schwert. Das ist nicht schlecht. Weil dadurch kriegen wir ja übelst schnell Leben wieder. Ja, coole Sache. So. Nächstes Tor. Wo auch immer das ist. Hier hinten ist eine Vulkrim-Position. Man kann aber... Hier ist nix. Okay, wir müssen wieder nach oben. Super, aber ich glaube, das ist dann sogar das letzte Tor, ne? Wupp. Ja, toll. Das hat's gebracht. Gucken wir einfach mal... Jetzt bin ich auch noch hier stecken geblieben. Gucken wir einfach mal ganz kurz. Ich guck mal auf die Karte. Dürfte ja nur noch eins da sein, ne? Und das ist... Natürlich am Arsch der Welt. Ja. Gut, wie komme ich denn da hin? Das ist ja... Wo sind wir eigentlich? Hä? Steht das dann? Ach, da, wir sind genau in die falsche Richtung. Hä? Okay, wir müssen in die Richtung. Okay. Gut, gucken wir einfach mal. Ich denke mal, die Tore werden wir in diesem Part noch alle schaffen. Ja, klar, locker. Sei natürlich, jetzt kommt wieder so eine Zeitsache. So. Hier muss man bestimmt tauchen, um dahin zu kommen, oder? Oh, bin ich gut. Hier waren wir gar nicht beim letzten Mal, oder? Im letzten Part? Nee, waren wir nicht. Vielleicht ist hier ja was versteckt. Dam, dam, da. Ja. Nee. Oder? Einfach mal gucken, weil die können ja an den fiesesten Orten versteckt sein, ne? Hinter irgendwelchen Steinen und dann finden wir die nicht und... Also diese Siegel da. Hier ist doch bestimmt was. Na, okay, eine unsichtbare Mauer ist da. Okay, wenn da nichts ist, dann können wir ja das Tor machen. Wunderbar. Weg sind wir. So, was kommt diesmal dran? Oh, ich habe irgendwie schon ein dumpfes Gefühl. So eine dunkle Vorahnung. Ja, lach mal. Ist alles gut. Gut, und? Welt des Schmerzes. Töten Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 15 Feinde mit Angriffen, die Umgebungswaffen nutzen. Ach du Scheiße. Autos! Yay! Ein Taxi. Okay, also kloppen wir die Viecher mit Autos um. Naja, was soll's, passiert ja auch noch. So und... Bam, bam. Bam. Okay. Na gut, nächstes Auto. Bam. Geht das auch so? Nee. Bam. Okay, einer ist weg. Wunderbar. Bam. Oh, das war ein harter Schlag, du. So, Auto. Du. Bam. Und? Au. Bam. Okay. Irgendwie ist das lustig. Lalala. Das müsste ja auch dazu zählen, weil ich meine, ich habe das Auto nach ihm geworfen. Bam. Bam. Das hat Gefäß. So. Nächstes. Butsch. Und bam. Ja, toll. Fledermäuse.
Bam. Bam. Okay. Nur noch 10. Nur noch 10, Leute. So. Und einen kriegen wir so. Sag ich doch. Ja, den schaffen wir auch. Okay. Nur noch wenige. Oh, nee. Diese Säurespucker sind ja auch wieder. Das gefällt mir schon wiederum gar nicht. Bam. Okay, dabei müssten wir eigentlich einen getötet haben mit einer Umgebungswaffe, aber irgendwie doch nicht. So, Wecker hauen. Wecker. Oh, das hat sich sehr toll angehört. So, tsch, ganz stumpf so. Tsch. Wieso zählt das denn jetzt nicht? Boah, das zieht aber derbe. Alter, ich stand jetzt mittendrin mit dem Auto in der Hand. Ja, da konnte ich natürlich sehr viel machen, ne? Diese Säurespucker, die nerven mich echt gerade ein bisschen. Was soll's. So, das hat gefetzt. Wir sollten nur aufpassen, dass die Säurespucker uns nicht kriegen, weil ihr habt ja gerade gesehen, wie viel das sieht. Das ist ja richtig berstig. So. Okay, der ist weg. 10, das heißt noch 5 Stück und dann haben wir's. Dich hier mit einer Umgebungswaffe, dann haben wir wunderbar. So, mit dem Auto abgeworfen. Wisst ihr was, ihr nervt mich. Also diese Säurespucker. So. Die Säurespucker sind weg. Eigentlich wollte ich jetzt die anderen nicht so töten, aber was soll's. So, gib mir das Auto. Da hinten kommt ja schon wieder so ein Fetti. So. Okay, nur noch 3 weitere. Wenn ich ein paar Autos kriegen würde, wäre das super. So. Ja, danke schön. Vielen Dank für deine Anteilnahme. So, der ist weg. Und den da... Au. Ja, musst du das Auto in meinen Händen zerkloppen? Fand ich nicht so lustig. Bam. Oh. Ja. Bam. So viel dazu. Jetzt kriege ich auch noch Husten rein. Oh Gott. Nein, ich wollte ihn doch nicht töten. Aua. Ja. So langsam haben wir ein kleines Problem. Ich will doch nur mit dem Auto hier kaputt schlagen. Na komm. Drück. Wow. Jetzt wird's eng. Das wollte ich eigentlich. Das war, glaube ich, die falsche, ne? Das war eine große Lebensessenz. Ach komm! Ein Auto brauchen wir noch und dann haben wir, können wir den eventuell platt machen. Und zwar so und... Ja, das hat's gebracht. Ach komm, so viel Zeit bleibt uns nicht mehr. So schnell wie möglich versuchen. Na komm, und... Das war's. Na, ein Glück. Das war jetzt ein bisschen doof. Weil der Fetti, der hat unsere Autos immer zerstört. Das war doof. Und er hat natürlich die ausgenockt, die schon kurz vorm Ausnocken waren. Voll fies. Oh. Dankeschön. Ja, zumindest hab ich... schon immer, dass es in dir steckt. Ein Auto, oder was? Naja, zumindest haben wir eine Lebenslizenz wieder gekriegt. Ich guck mal ganz kurz, haben wir eigentlich noch alles? Wir haben noch Lebensessenz, Lebensessenz und wieder auferstehen. Leeres Gefäß. Okay, in dem Fall... Ja, brauchen wir das eigentlich zuweisen? Ich weiß es nicht, ja, ne? Machen wir mal. So, bitte. So, wunderbar. Und den machen wir nach da. Gut, wir sollten nur, wenn es geht, jetzt nicht die Lebensessenz nutzen, um unser Leben wieder aufzufrischen. Das wäre nämlich scheiße. Weil, ne, ihr wisst schon. Das komplette Leben wieder auffrischen, das wäre doof. So, jetzt dürfte ja eigentlich nirgendwo mehr ein Tor sein. Nö, wie es aussieht, nicht. Na wunderbar. Dann können wir ja jetzt zum Tor wieder, ne? Und geh baden. So. War das der letzte von Ihnen. Lass uns von hier verschwinden. Ja, ich bin auch schon dabei. Ist die alles so bunt hier, wa? Mein Gott! Na gut. Wo war denn das Tor? Das war hier hinten irgendwo. Mal gucken. Das Schwimmen, das dauert ja schon relativ lange, aber das Laufen ist auch nicht gerade kürzer. Ist ja schließlich schon ziemlich groß hier alles. Ah, guck mal, wir sind schon da. Na dann. So. Na, dann würde ich sagen, ab geht's. Bald werden wir frei.
schon echt heftig, wie groß dieses Tor einfach mal ist. Und guck mal, das klettert da einfach so. Ey! Teil der Abgrundrüstung. Ein Teil der mit Blut geschmiedeten Abgrundrüstung. Sammeln Sie alle 10 Teile, um die Rüstung komplett zu haben. Ich habe keine Ahnung, wo die sind und ich denke mal, dass die äußerst geil sein wird. Na gut, gehen wir hier noch schnell mal durch. 20 Minuten. Mal gucken, wo kommen wir jetzt hin? Irgendwo in der Kanalisation, ne? Ich glaube, wir treffen sogar bald auf Ultan. Da kommen wir noch nicht weiter. Schade. Schade, schade. Na gut, dann gehen wir baden. In der Kanalisation. Gut, ich denke mal, bis zum nächsten automatischen Savepoint können wir noch weiter. Fische, 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 Fische. Hässe Fische. Also zumindest hier in dem Spiel. Sind Fische böse. So. Die ich auch weg. Ein bisschen umgucken. Nicht, dass wir hier irgendwie ein Artefakt vergessen. Das wäre scheiße. So. Hier können wir auch wieder auftauchen. Ist das nicht toll? So, mal gucken. Wo sind wir denn jetzt schon wieder rausgekommen? Da kann man weiter? Nee. Kann man nicht. Das war nur auf der Karte so dämlich eingezeichnet. Weil normalerweise ist das schwarz, wenn man da nicht weiterkommt. So, hier sollten wir, wenn es geht, also nicht runterfallen. Okay, das schaffen wir. Was ist denn das? Oh, oh. Ja, also das war saubere Reaktion nur. Scheiße. Gut, ich hatte nicht damit gerechnet, dass er Bombe ist. Eine Bombe! Bomben sind böse. Was ist denn das? Schädel? Okay. Einfach ein Seil hängen und dann geht's... Och komm! Ja, wenn der Sprungknopf mal nicht reagiert. Okay. Jetzt aber. Ohne Probleme. Alle guten Dinge sind drei, das wissen wir ja. Ey, runter da. Okay. Und... Hopp, hopp, bada, da, 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 da ist sogar eine Vulkan-Position, die kann man so holen und tschüss. Da. Okay, wunderbar. Coole Sache. Vulkan-Position, eine neue Vulkan-Position wurde der Chronik hinzugefügt. Okay. Gut. Dann könnt ihr schon fast sagen. Ach, halt's Maul. Kann ich hier den Part ja beenden, ne? Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst mir einen Kommentar und ich sage tschüss und bis dann irgendwann, euer RangeLP. Bye!